Herzlich willkommen, liebe Bierfreunde. Das geht schon los? Herzlich willkommen. Wollen wir den Vorhang lüften? Achso, oder warte mal. Ja, ich gleich los. Fang schon mal ohne mich an. Ich zieh mich erstmal um. Im letzten Video haben wir das Altenburger Hell vorgestellt und ich war echt überrascht, wie komplex das doch vom Geschmack her ist. Also man hat wirklich diese, all die Zutaten, die da mit drin sind, hat man wirklich nach und nach richtig schön geschmeckt, wirklich. Das Malz, nach dem Malz kam der Hopfen, dann kam die Kohlensäure und dann kam die Säure an sich rüber. Also das war für ein helles, muss ich sagen, aus der Flasche. Sehr intensiv vom Geschmack her, also sehr schön, nicht zu hochdringig, richtig gut. Jens hatte das aus dem Glas gehabt, der hat gesagt, das war wunderbar mild, ja. Voll rund auf jeden Fall. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns denn das Altenburger Premium Pilz zu bieten hat. Auf den Bruder, genau. Unbedingt mal reinschauen, ist jetzt hier verlinkt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir diesmal eine rote Variation, Rot-Silber, mit einem World Beer Award in Bronze von 2022. Altenburger Braukunst 1871, feinherbes Pilsener. Mhm. Wir haben den schönen Verschluss, wir haben die schöne Flasche, wir haben die Altenburger Insignie, kann man sagen. So. Premium Pilz steht drauf. Was haben wir denn hier? Das Pilz herb, klar, ehrlich. Einfach guter Geschmack seit 1871. Dein Biermoment mit Altenburger. Zutatenwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Deutsche Trennetzgebot. Altenburg, Deutschland, Germania. 4,9%. Ja, die halten das kurz und knapp. Ne? Also die müssen von sich so überzeugt sein, dass der Geschmack so gut ist, dass sie nichts weiter zu schreiben müssen. Auspacken oder wegpacken. Die Pulle sieht quasi fast identisch aus, ne? Genau. Bloß, dass das halt ein Rot ist. Das ist ein Rot, das andere war ein hellblau. Ja. Wir haben 3 Punkte eben das letzte Mal. Ja, würde ich genauso machen. Ich finde Rot nicht schlechter als Blau, also 3 ja. Punkte. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Ding ja schnell. Warum haben wir die vergeben? Wegen dem Schriftzug hier, den Verschluss. Genau. Ja. Schriftzug, Verschluss. Und aussehen. 4 Punkte haben wir nicht hier, weil Rico so ein Grießkram ist und hat gesagt, das ist ihm nicht zu altbacken hier noch. Ja, genau sieht es nämlich aus. Gut, ich diesmal aus dem Glas, du aus der Flasche. Hm. Dann. Naja, also. Das muss an deinem Kühlschrank liegen. Das gibt's doch ja nicht. Alles, mein Kühlschrank hat mich noch nie enttäuscht. Aber heute kriegt man nur so ein. Da kommt nichts über einen Kühlschrank. Oder seitdem jetzt im Kühlschrank ist, kriegt man so jetzt. Wahrscheinlich schlafen die noch oder sowas. Das ist halt anstrengend bei dem Wetter auch an. Hm? Kann durchaus sein, ja. Das tun da gerade. Glück, Glück, Glück. Warte. Oh. Mann. Das schneiden wir raus. So. Nee. Das ist, der Schaum ist genial, hat ein Tick weniger, hat ein bisschen weniger Kohlensäure wie das Altenburger Hell, ist aber auch heller, ne? Komischerweise, klarer. Also ich muss sagen, ich würde dem genauso 4 Punkte geben. 4 Punkte. Ja. Prost. Mach auf hier. Ich denke da gerade an Rudi Carrell. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Ja, das ist ein alter Trick. Prost, ich grüße meine Frau. Wir grüßen unsere Frauen. Gruß an die Frauen, die das ermöglichen. Hm. Oh Mann. Ja, das ist herb, ja. Ja, würde ich mir lieber ein Teller aufmachen. Ist schon herb. Ist schon ordentlich herb, finde ich.
Das geht durch. Durchweg herb. Ja. Willst du mal aus der Pulle probieren? Ja, klar. Nee, darfst du aber nicht. Warum denn nicht? Na, weil ich nicht so aus der Pulle trinke. Hä? Also das ist schon recht herb, ne? War es ja wirklich herb. Das später. Ich glaube, da könnte sich hier das... Hier, du darfst den Uwe. Das Jever. Ich glaube, das Jever, das kann sich da warm anziehen. Machen wir ein Battle der herben Biere oder was? Mhm. Abgesehen mal vom Herben ist das gut. Abgesehen vom Herben ist das mild. Mann, nee. Aber wirklich, das ist ja wirklich herb. Also wirklich. Also fein herb ist es nicht mehr, ist schon wirklich herb. Also wisst ihr, wenn wir hier noch ein paar Videos mehr machen, dann trinke ich mein Bier nur noch aus dem Glas. Schmeckt anders, ne? Auf jeden Fall. Hm? So, Gaumen lieber oder Gaumen lieber? Dadurch, dass es so herb ist, aber... Ich bin kein Freund von Herben. Ich sag. Es ist schade. 8 Punkte. Hm. Weiterhin... Ich würde auf 9 gehen. Ja, 9. Special Points. Haben wir beim Hellen haben wir 2 Special Points gegeben. Für den Award-Gewinner-Dingens hier. Was? Mhm, genau. World's Beer Award Germany Bronze 22 ist was Besonderes. Und halt die Pulle, der Verschluss. Das, genau. Das können wir sehr gut leiden. Das solche Treuherzgebot hatte auf jeden Fall ein Uwes nicht zu erkennen. Na, sag mal, mach mal nicht so schnell hier. Ich kann nicht. So, deutsche Treuherzgebot. Mhm. Der Uwe ist raus. Der war da gerade noch drin. Und der ist weg. Na, gibt's den jetzt noch oder nicht? Nein. Nein. Wegkippen? Nein. Auf keinen Fall. Ja, und was ist hier mit dem Witz? Wir müssen die Spannung oben halten. Das hat den Weg noch gar nicht ausgetrunken. Das hatten wir aber bestimmt auch schon. Ne? Als ich heute mit einem Kumpel in der Kirche saß, hat er sich plötzlich eine Kippe angezündet. Ja, Mann, ey. Der hat so gestaunt, dass ihm fast das Bier aus der Hand gefallen ist. Ja, genau. Wird, okay, dann können wir das wegschmeißen. Joe Biden. Du kannst ja nur suchen. Ich kann ja in der Zeit mal dir erklären, was... Ich hab schon gefunden. Ja, dann los. Ja. Obama ruft bei Biden an. Glückwunsch zum Sieg, Biden. Sieg? Ich? Bei was? Oh Mann. Der andere war doch geil. An welchem Tag kommt der? Ich wüsste ja nicht mehr, aber die geilen Witze, die hat er ja weg. Ach so. Ja, stimmt. Ja, pass auf. Wenn bei Biden, ne? Wenn man ihm 2 Termine vorschlägt, kommt Joe an beiden Tagen. Das ist schlecht. Oh, hier sind noch ganz, ganz andere. Was ist ein Nitrobier? Nitrobier? Nitroglycerin oder was? Das knallt richtig, oder? Zündest du und dann geht das ab? Naja, du bist ganz knapp dran vorbeigeschrammt, war eine richtige Antwort. Okay. Bei Nitrobieren handelt es sich um Biere, welche anstelle von Kohlensäure mit Stickstoff aufgeschäumt werden. Denn Stickstoff im Bier hat einen großen Einfluss auf das Mundgefühl und beeinflusst dadurch unsere gesamte Geschmackswahrnehmung. Fällt dir da ein Beispiel ein? Guinness. Völlig richtig, haben wir schon mal getestet. Guinness Draught hat nämlich eine Stickstoffkugel da drin, die auslöst, wenn man das Bier öffnet. Und hat auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch ein anderes Mundgefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir schon mal getestet, könnt ihr euch jetzt hier mal anklicken, ist hier verlinkt. Ja, das ist Nitrobier. Gibt es ganz viele Draughts, ganz viele Schwarzbiere, die das haben, Stickstoff. Echt, ja? Ja. Ich hab gedacht, dass es bloß das Guinness hat. Wir kennen uns natürlich ja nicht aus mit den ganzen Draught-Bieren, aber das kommt vielleicht noch. Vielen Dank für den Beitrag vom Craft Beer Shop, der hier in der Beschreibung jetzt so verlinkt ist. Dankeschön. Grüße ihn raus. So. Achso, muss ich noch zusammenzählen, wa? Ja. 16, 16 und 26. Silber. Hm.
Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Übrigens, richtige Prognose. Also ich muss sagen, also das ist schon für Freunde, die schon Herber mögen, die sollten es mal probieren. Ja, also das ist schon wirklich, also vom Geschmack her lecker, aber das Herbe, das geht schon richtig ab, ja. Also das ist ja schon wirklich sehr vordergründig. Ja, was trinken wir denn als nächstes? Aber Kinnjäger. Was kommt denn hier in den Kühlschrank? Jo, als nächstes trinken wir das hier. Na? Noch ein Premium-Pilz? Ist ja verrückt, wa? Ist doch das Gleiche. Ja, ist das ja auch. Als nächstes trinken wir einen Altenburger Premium-Pilz. Nein, als nächstes trinken wir das hier. Alter, was ist denn das? Ach du Scheiße. Na sag mal, rede doch nicht so. Alter, was ist denn das? Also schreibt mal in die Kommentare, hat das schon mal einer von euch getrunken? Was ist denn das jetzt? Was steht denn da? JW Augustiner Bräu München Edelstoff. Edelstoff exportiert. Oh Gott. Naja, sieht doch lecker aus. So trinken wir als nächstes. Ui. Also Export. Das ist jetzt wieder ich. Das ist schon was für ein Griechen hat. Unbedingt den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Das sieht sehr interessant aus, wie ihr sagt. Das machen wir alles nur für euch hier. Oh ja. Vielleicht bin ich das nächste Mal ja nicht dabei. Vielleicht macht der Trikot dann auch alleine. Mal schauen. Der schafft das auch alleine hier. Ein bisschen Protokoll ausfüllen. Naja. Gut, also unbedingt abonnieren. Haut rein. Jetzt kommt aber die Sonne ziemlich raus. Bleib fein. Musst du Sonnenbrille aufsetzen. Klar. Finde ich.